Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Fable 3. Was haben wir eigentlich gemacht? Ich habe schon wieder gar keine Ahnung gerade. Wir haben, glaube ich, diesen Dieb festgenagelt, diesen Banditenführer. Haben noch ein paar Staatssachen hier beschlossen. Ach ja, und das Häuschen gefunden, diese Jägerhütte. So, das. Seid gegrüßt, edler Prinz. Das ist ja auch schon wieder einige Tage bei mir her. Und wir sollen jetzt zu Hobbs. Hieß der Hobbs? Ich glaube ja, zurückkehren. Und wieder Entscheidungen treffen. Wie so üblich. Immer zu Zeit. So. Yippie! Ach, schön, euch gegrüßt. Zu sehen, Majestät. Ich schau mal noch vorbei. Wie geht es euch, Majestät? Wie das Kind jetzt aussieht, ob es vielleicht schon größer geworden ist. Sieht nicht so aus. Also schnell weg. Bevor er wieder eingekackert hat. Hallo, Sir. Guten Tag. Hey. Guten Tag, Sir. Mein Schatz. Es wird Zeit, Majestät, dem Schicksal die Stirn zu bieten und Albions Armee zu mobilisieren. Wir nutzen das Geld, um die bestmögliche Verteidigung aufzubauen, doch vorher benötige ich eure Unterschrift auf einem Vertrag, der bestätigt, dass ihr euch der Anzahl der möglichen zivilen Opfer bewusst seid. Eine reine Formalität. Sollte euch die Zahl erschrecken, möchtet ihr vielleicht möglichst viel Gold an die Staatskasse spenden, bevor ihr unterschreibt. Mhm. Das heißt, das wäre schon das finale Ding jetzt, oder was? Und wir haben noch nicht 6,5 Millionen drin. Das heißt, ich muss definitiv noch was machen. Ach du Gott. Wir haben gerade mal 3,9, wäre es denn insgesamt? Da brauchen wir noch mehr. Viel mehr. Jaha. So, 3,8. Okay. Das ist jetzt ein bisschen doof. Sir. Dann würde ich sagen... Was, eine Quest? Seit wann haben wir da eine Quest? Ach, na klar, das Übliche wahrscheinlich. Irgendwie bringt das ja eh nichts, das lasse ich jetzt mal stecken. Aber ich will mal hier was verkaufen. Zum Tränkemarkt müsste ich eigentlich auch mal. Das heißt, wir bewegen uns auf jeden Fall schon dem Ende entgegen. Die größten Verkaufsschlager von Bowerstone. Kaufen. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Viel Spaß. Ich biete bares Geld für Dinge, die ich ihr hoffe, so. Ihr habt Spaß damit. Wenigstens und jetzt zu diesem Pfandtypen, war das hier? Ja. Ich will doch nicht stehlen, ich will verkaufen. Ihr habt nicht vor, die Mieten anzuheben, oder? Nee, aber wie kann ich denn verkaufen? Kann ich hier was hinsetzen oder was? Ah. Kiste Eidechse. Gebotene Summe 2000. Eher trage ich einen Kartoffelsack als eure was ihr nicht mehr wollt. Ich kaufe es. Yay! Da weiß jemand, wie man Spaß hat. Okay. Ah, Smaragd 600. Etwas Schminke macht wow. Euch 10 Jahre jünger. Ihr seid es. Ein Trank, den ich nicht führe, taugt auch nichts. Wie? Ach so, und dann kann ich... Wie kann ich denn, hier zwischen den Sachen hin und her schalten? Ah, dann schaut... Nee. Das sind die Seiten, aber... Ich kaufe alles. Jedenfalls fast alles. Hä? Hey.
Die Waffen will ich eigentlich nicht verkaufen. Ah, Kleidung unser auch nicht. Mächtiger nee, König. Nee, hallo. Nee. Jetzt muss ich hier wieder zurück. Wir haben Engpässe bei manchen Waren. Wer jetzt aushelfen kann, macht gutes Geld. Ich komme aber auch nicht auf die anderen Sachen rechts davon. Ich kaufe Sachen, die ihr nicht braucht. Ich zahle gut. Der Ladenbesitzer ist berühmt. Wir sind besser. Ich bin der ehrlichste Händler von Bowerstone. Das weiß jeder. Ja, ja. Ach, das ist doch doof. Irgendwie raff ich das System nicht, bin ich echt zu doof für. Verpiss ich mich ja wieder. Tschüss. Ich brauche dringend einen Hut. Mein Herr. Hurra! 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 Und nochmal! Barbier? Vielleicht hat er hier was Cooles noch. Maske? Nee. Hallo, Berühmtheit. Kurzer Pferdeschwanz will ich eigentlich auch nicht. Vollbart haben wir, glaube ich. Auch Vermieter. Wir leiden ein wenig. Aber das ist irgendwie cooler, glaube ich. Und deshalb biete ich euch mehr, falls ihr das habt, was ich suche. Kurze Fransenfrisur. Mag ich eigentlich auch. Absolut. Was sucht ihr? Uns unterbietet niemand. Guter Kauf. Das garantieren wir unverbindlich. Der König. Und wir haben, was ihr sucht. Den Vollbart. Viel Spaß. Das stimmt. Eigentlich brauchen wir die Kohle, hallo. Aber mir egal. Was haben wir hier noch? Kiste Fisch, juhu. Handspiegel. Kleiner Teppich. Bild. 143 Gold. 186. Parfüm. Gesundheitstrank, juhu. Topaz. 66 Gold, ein bisschen wenig, wa? Handspiegel. Vagabundenarmtätowierung links. Und eine Perle. Das waren dann wohl alle Geschenke. Ach, wirklich? Ihr habt viele neue Kostüme. Das macht das Ankleiden leicht. Vielleicht sollte ich mich mal damit einkleiden. Alle Gegenstände. Cool. So, ich will eigentlich die Kostüme nicht haben. Ich habe mich gefragt, wie wohl alle Teile zusammenpassen. Der Gesamteffekt ist exzellent. So, die nicht? Ja. Es erfordert einen enormen Aufwand, so ungekämmt zu wirken. Schminke? Oder? Nee, Gesichtsbehaarung? Ja. So. Der Bart wird die Damen sicher beeindrucken. Es sei denn natürlich, ihr esst Suppe mit ihnen. So, dann würde ich sagen, wir überbrücken die Zeit noch ein wenig mit der Suche nach Schlüsseln und Zwergen. Hier haben wir alles. Da fehlen uns noch zwei Schlüssel, aber ich habe null Ahnung. Vielleicht noch, dass wir vielleicht hier bei dem Grabding was übersehen haben. Das könnte ich mir noch vorstellen. Da reise ich am besten hier hin. La la la. So, unser schönes Lager. Schade, dass wir hier keine Wachen einstellen können oder so. Das wäre auch noch cool. Blumen. Ach ja, da haben wir ja eine Frau hinbegleitet. Das war ja das Grab. Oh, 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 oh. Tschüss. Oh, verdammt. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Oh, 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 oh. Na, lässt du das? Macht euch selber fertig.
Oh oh. Gibt's ja wohl gar nicht. Haut ab. Immer am Rumnerven hier. So. Da kommen bestimmt auch noch welche, wenn wir da drinnen sind. Vielleicht hier auch noch zwischen irgendwie. Kann man die öffnen? Scheinbar nicht. Ja, genau. Ups. So, die anderen lasse ich mal in Ruhe. Ich will hier endlich mal rein. Tschüss. Das Beinhaus. Einen Schlüssel hatten wir auf jeden Fall schon gefunden. Einen Zwerg auch, aber ich glaube, die Zwerge haben wir hier eh alle mitgekriegt. So, unter dem Archiv könnte ich mir noch ein Zwerg vorstellen, weil die Quest ja erst später angefangen hat. Kann man hier was öffnen? Ah, ein Schatz. Ah! Ein Schlüssel. Ach du Gott. Ach du Gott. Hallo? So, aufgeräumt. Weil ich meine, da waren es hier schon zwei Schlüssel. Ich glaube nicht, dass hier noch einer versteckt sein wird. Glaube ich nicht. Auch wenn immer noch... Wieso hat er mich denn hier hingebracht? Theoretisch einer offen ist, aber ich weiß nicht wo. Und was ist jetzt eigentlich mit dem Ding hier? War das ein Bug, dass ich schon das vollständige Haus gesehen hatte? Wozu ist denn das da? Jetzt ist es da. Es ist definitiv jetzt da. Ups. Streicheln. Ich habe immer noch nicht geguckt, ob wir noch andere Hundetränke finden könnten, ne? Fällt mir gerade so ein. Aber das Haus bleibt jetzt auch gerade da. Wieso scheint denn das so komisch? Und wieso ist der Pavillon jetzt so hell? Und warum lässt du mich nicht in Ruhe? Mann, ey, ihr nervt. Gott, ey. Der Mond scheint jetzt zu... Nee, das ist kein Mond, aber was ist das für ein komisches Licht? Soll das ein Geisterhaus sein, oder wie? Hä? Hey! $1500, juhu! Und hier mache ich ein Folgenbäuschen, Spitze, bedanke mich. Bis dann!